Es ist inzwischen schon gute Tradition, kurz bevor wir das große Triduum, die eigentliche Osterfeier mit dem Gründonnerstagabend beginnen, eine Sache genauer herzunehmen und sie zu beleuchten. Das ist jetzt hier in Saarbrücken schon die 10. Einführung in die Osterfeier. Das ist nie ganz einfach, etwas zu finden, wie man das beleuchtet, weil man ja auch nicht jedes Jahr das Gleiche sagen will. Wir feiern zwar immer das gleiche Fest, aber es ist doch immer anders, so wie wir selber immer die gleichen und zugleich immer auch ganz anders sind. Ich fand letztes Jahr in der Zeitschrift Geist und Leben einen sehr schönen Artikel eines Jesuiten, Pater Andreas Schönfeld, der Schriftleiter dieser Zeitschrift ist, Jahrgang 61, ein Jesuit, der über eine Passionsminne, ein Bild, das sie vor sich haben, geschrieben hat, über den Hintergrund. Ich orientiere mich großteils an seinen Gedanken, obwohl ich nicht alle Einschätzungen seines Artikels teile. Also ich verfahre, wie wir das vom heiligen Paulus am Gründonnerstagabend hören, relata refero. Ich gebe das weiter, was ich übernommen habe. Aber der Prozess der Aneignung ist ja immer auch ein Prozess der Veränderung. Deshalb, ich werde das immer eigens hervorheben, weil ich glaube, es führt uns heute Abend dann zu weit. Das ist ein sehr geistlich fundierter, theologisch gebildeter und intelligenter Artikel, ohne Frage. Ich will in drei Schritten vorgehen. Ich möchte mit Ihnen zunächst dieses Bild, das Sie vor sich haben und das Sie vielleicht durch die heiligen Tage begleiten kann. Ich möchte dieses Bild zunächst mit Ihnen anschauen. In einem zweiten Schritt werde ich etwas über den Hintergrund oder die Motivation, die offenbar zu diesem Bild geführt hat, etwas erzählen. Das ist eine Osterpredigt Bernhard von Clairvaux. Und in einem dritten Punkt, das, was Andreas Schönfeld besonders wichtig ist, die Ferne und Nähe, die wir haben auf der einen Seite und den Unterschied zwischen der Passionsminne und dem, wie wir heute leben und glauben als Christen, da sieht er sozusagen einen unüberbrückbaren Gegensatz und doch eine Inspiration darin. Sonst müsste man ja zu einem solchen Bild nichts schreiben und wir müssten uns heute Abend keine Gedanken dazu machen. Es ist eine ganz seltene Darstellung, die wir hier vor uns haben, weil es nicht einfach hin eine Kreuzigungsdarstellung ist. Es ist, wenn wir von oben nach unten gehen, es ist die Darstellung der Auferstehung Christi und dann die Kreuzigung. Sie sehen das im Untertitel, Kreuzigung durch die Tugenden, Predigtsammlung Bernhards von Clairvaux, Köln um 1280-1290. Diese Kreuzigungsdarstellung ist also von der Kunstrichtung der Gotik her zuzuordnen und sie stammt wohl in dieser Art, wenn man das Kreuz betrachtet, aus dem Maas-Rheinraum. Wir sind also nicht ganz weit davon entfernt. Und es ist ein einzigartiges Bild zisterziensischer Mystik, wohl auch Frauenmystik. Es ist sehr interessant, wie kreativ und inspiriert diese Frauenklöster waren, wenn man nur an große Namen wie Mechthild von Magdeburg denkt etwa oder Gertrud von Helfter. Wenn wir denken an, was den Schwestern und mir ein besonders vertrautes Bild aus der Zeit in Heiligkreuztal ist, an die Johannesminne, wo der Jünger sich Jesus zuneigt. Das ist nicht nur eine Abbildung von der Gründonnerstagsszene, die wir hören werden, nach der Fußwaschung, und heute Morgen haben wir den Abschnitt schon im Evangelium gehört, sondern es ist ein Bild der Frömmigkeit, auch nicht nur des Mönches oder der Nonne, sondern des Christen schlechthin. Und wir haben hier ein ähnlich tiefes Bild, das nicht nur einfach Passionsdarstellung sein will, also ein Geschehen darstellt. Schauen wir ein wenig näher hin auf dieses Bild. Im Zentrum dieser Bildkomposition steht der gekreuzigte Christus, so schreibt Pater Schönfeld. Seine am Querholz ausgespannten Arme bilden zusammen mit der Linienführung von Lanzenstich und Schwert unsichtbar ein zweites,
chi-förmiges, also x-förmiges Kreuz, zu welchem die einzelnen Figurenköpfe einen Kreis um das Korpus spannen. Also wir sehen diese zwei ganz hellen, die vom Leib Christi am Kreuz ausgehen, diese Darstellung, und links davon der Lanzenstich, rechts ein Schwert, das Maria, die unter dem Kreuz steht, in die Seele dringt, ins Herz dringt. Hier könnte die kosmische Dimension, so Pater Schönfeld, der Kreuzigung angedeutet sein. Das geistige Himmelskreuz, das durch den Opfertod des Logos Christus den gesamten Kosmos umgreift und allen Dingen eingezeichnet ist. Wir haben schon einmal die damals dabei waren, in der Quadragesima über das Kreuz nachgedacht, in diesen Ausführungen von Fotina Rech, das Kreuz als Inbild des Kosmos. Ich glaube, er zitiert das hier zwar nicht, aber man könnte das da noch einmal nachschauen. Doppelkreuz und Kreis verstärken jedenfalls die Sammlung auf die Christusmitte hin. Der Figurenkreis. Wir sehen vier weibliche Figuren als personifizierte Tugenden. Sie tragen alle einen Nimbus. Dies steht in schroffem Kontrast zu ihrer aggressiven Haltung und Handlung. Sie treiben Nägel durch Christi Hände und Füße in das Kreuzesholz. Die Grausamkeit der Folterwerkzeuge und Heiligkeit der Tugenden bilden eine Spannung, die extremer nicht sein könnte. Das Bild provoziert und es will uns einen Blick auf das Kreuz lehren. Die Hauptfigur bildet die Caritas, die Liebe, die mit der Lanze die Seitenwunde zufügt. Sie wird in gleicher Größe wie Christus dargestellt, was die Priorität der Liebe, eine Virtus Divina, also eine göttliche Tugend, vor allen anderen Tugenden bezeichnet. Christus hat sich selbst als Mensch mit seiner göttlichen Liebe verwundet. Deshalb soll sich auch die Seele des Betrachters von der Liebe Christi verwunden lassen. Neben ihr steht die gekrönte Ekklesia mit Kreuzesfahne und Kelch. Es ist die Kirche als mystische Braut, die aus der Seite Christi geboren wird, nämlich aus Wasser und Blut. Auch das haben wir schon einmal aus der Theologie der Väter tief betrachtet vor einigen Jahren. Es ist dies das Urbild der Herz-Jesu-Andacht, in das die Unio Mystica des Einzelnen einbegriffen ist. In der durchbohrten Seite sah man die Quelle der Gnaden. Dort suchte die Seele ihre Zuflucht, dort ihre Ruhestätte, dort innige Vereinigung mit Jesus. Wir sehen rechts vom Kreuz Maria, die Mutter Jesu. Sie wird vom Schwert durchbohrt. Wir haben eben diesen großen mittelalterlichen Text am Ende der Vesper gesungen, diesen großen Textus Compassionis. Der Eindruck einer mystischen Verwundung entsteht dadurch, dass der Schwertstoß als heller Strahl dargestellt ist, der aus dem Herzraum des Gekreuzigten auf ihr eigenes Herz geht. Dies gilt ebenso für den Lanzenstich der Caritas. Es sieht beide Male so aus, als ob die Dynamik vom Herzen Christi ausgeht. In der göttlichen Liebe haben sich die Herzen gegenseitig verwundet. Dass Maria sich an Johannes, den Lieblingsjünger Jesu, lehnt, verstärkt dieses Compassio, dieses Mitleidensmotiv. Sie schaut nicht auf ihren Sohn, sondern ist dem Betrachter zugewandt. Ihr Anblick lädt ihn dazu ein, sich mit ihr in die Passion zu versenken. Es ist ein Inbild der affektiven Kontemplation. Von allen Figuren strahlt Maria die tiefste Sammlung und Ruhe aus. Sie symbolisiert die gottempfängliche Seele, den Homo spiritualis, der Christus gleichgestaltet wird. Ihre über dem Herzen überkreuzten Hände sind eine Andachtsgeste, die die Kreuzesform verleiblicht. Sie veranschaulicht die kontemplative Haltung, innige Liebe, Betroffenheit, Mitempfinden. Die kleine Gestalt am Kreuzesstamm ist die Demut, die Humilitas,
die Mutter aller Tugenden. Es ist kein Zufall, dass sie vor der Mutter Jesu auf der Erde kniet. Die Gebärde bezeichnet das Niedersteigen des Zensus, das Ablassen vom Stolz in der Kreuzesnachfolge. Zugleich verweist sie auf Maria als Vorbild aller Demut. Bildet jene Demut die Humilitas die Wurzel, die Caritas die Form aller Tugend, so verleihen ihr Gehorsam und Geduld die aszetische Eigenart. Es sind die Merkmale, an denen sich wahre Tugend im klösterlichen Alltag bewährt. Deshalb sehen wir sie. Oben links am Querbalken die Geduld, Patientia, die monastische Haupttugend des Gehorsams, Obedientia, ist rechts abgebildet. Beide Tugenden bedingen sich gegenseitig. Gehorsam erfordert leidensfähige Geduld, beständiger Gehorsam vertieft die Beharrlichkeit. Alle Tugenden zusammen werden geformt von der Liebe, deren Entsagungssinn in der Demut wurzelt. Dies macht auch ihre allegorische Anordnung im Bildraum deutlich. Damit schließt sich der Kreis der Tugenden um das Kreuz. Die Herzmitte ist die Erlöserliebe Christi, die durch Humilitas und Caritas zu Gehorsam und Geduld führt und damit ihre göttliche Treue erweist. Was ist der Hintergrund eines solchen Bildes? Dass es so selten dargestellt wird, zeigt, dass es ein verstörendes Bild ist. Keines, das sich automatisch erschließt und das man sozusagen direkt mal als Andachtsbild gerne mit nach Hause nimmt. Sollten wir das heute Abend tun, haben wir es vielleicht noch nicht ganz verstanden. Es ist ein provozierendes Bild, das eben nicht nur einfach Passionsminne ist. Gehen wir im nächsten Schritt nach, was ist der Hintergrund dieses Bildes? Ich habe das schon angedeutet, es ist eine Osterpredigt des Bernhard von Clairvaux. De Septem Signaculis, um 1145 von Bernhard, der ja diese Predigt dann nicht nur gehalten hat, sondern sie im Nachhinein immer noch einmal diktiert hat, sodass sie aufgeschrieben werden konnte. Die Predigt bildet die eigentliche Grundlage dieses Bildmotivs und führt aber die Predigt auch zugleich weiter. Bernhard spricht in dieser Predigt davon, dass das Kreuz Christi mit Tugenden geschmückt ist. Er spricht nicht davon, dass diese Tugenden Christus kreuzigen. Das tut unser Bild. Aber wir sind beim Hintergrund, beim zweiten Schritt. Er ordnet, Bernhard, die Tugenden den vier Kreuzesrichtungen zu. Und es mag der Epheserbrief, so vermutet Pater Schönfeld, die Lokalisierung, die Anordnung, sozusagen das Vorwort dazu, die einen Anstoß gegeben haben. Bernhard stellt seinen Mönchen die Tugend Christi vor Augen, um sie zur Beharrlichkeit zu motivieren. Das ist ja im klösterlichen Alltag mit das Wichtigste. Und wir werden nachher im dritten Schritt sehen, dass es für uns heute ja auch die große Herausforderung ist, im Glauben beharrlich zu sein, wirklich dabei zu bleiben, wo es so einfach ist, wegzugehen. Hoher Priester und Schriftgelehrte verspotten Christus. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht retten. Er ist doch der König von Israel, er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir ihm glauben. So liest man bei Matthäus 27. Bernhard greift dieses Schmähwort auf und kehrt dessen Spitze um. Die Wehrlosigkeit Christi am Kreuz ist nicht Ohnmacht, sondern ist höchste geistige Tatkraft. Christus hat sich aus lauterer Tugend hingegeben. Sein Erlösungswille ist unerschütterlich. Er bleibt für uns am Kreuz. Nein, so Bernhard, wenn er herabsteigt, wird er niemand retten. Wie Christus am Kreuz ausharrt, so ist der Mönch gerufen, nicht von der Entsagung abzulassen.
Er ist ein Vorbild im Vollkommenheitsstreben. Bernhard wieder: Er weiß, du Gottloser, was du denkst. Und er wird dir keine Gelegenheit geben, uns die Beharrlichkeit zu rauben, die allem die Krone erlangt. Er wird die Zungen der Prediger nicht verstummen lassen, die die Kleinmütigen trösten und jedem Einzelnen sagen: Verlass deinen Platz nicht. Ohne Zweifel würden sie ihn nämlich verlassen, wenn sie antworten könnten: Auch Christus hat den Seinen verlassen. Die Tugenden als innere Kraftquelle, beharrlich zu sein. Sie bedürfen der Beharrlichkeit, um vollkommene Frucht zu bringen. Sie bilden darum einen, wie Pater Schönfeld sagt, mystischen Kreuzschmuck. Inzwischen zeigt Christus eher Geduld, empfiehlt die Demut, erfüllt den Gehorsam und vollendet die Liebe. Mit diesen vier Perlen der Tugenden werden die Enden des Kreuzes geschmückt. Alles überragt die Liebe. Zur Rechten erstrahlt der Gehorsam, zur Linken die Geduld, am Fuß aber ist die Wurzel der Tugenden, die Demut. Als das Leiden des Herrn seine Vollendung fand, hat sie das Siegeszeichen des Kreuzes mit diesen Perlen bereichert, so Bernhard. Es ist interessant, dass Bernhards Predigt sich hier nicht an den drei göttlichen Tugenden oder den vier Kardinaltugenden orientiert. Er zieht sie sozusagen bunt gemischt zusammen. Von den übernatürlichen Tugenden wird nur die Caritas genannt. Dies entspricht dem ersten Korintherbrief. Wir kennen diese Stelle am Ende des Hohen Liedes der Liebe. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Wir haben also einen zunächst ganz monastischen Kontext, einen Kontext des Mönchslebens. Benedikt etwa widmet in seiner Regel ein ganzes Kapitel der Demut, dieser Wurzeltugend, wie Pater Schönfeld hier sagt. Wen das interessiert, es gibt eine neue Erscheinung zu diesem Kapitel der Benediktsregel über die Demut, aber es ist eben nicht nur für die Mönche lesenswert, sondern für uns alle. Von Michael Casey, dem australischen Trappisten, gibt es ein neues Werk, Wahrhaftig Leben. Es ist ins Deutsche übersetzt und vor einigen Monaten erschienen. Es lohnt sich wirklich sehr. Diese 12 Stufen der Demut, die Benedikt in seiner Regel hat, die natürlich Bernhard ganz verinnerlicht hat, weil er nicht nur versucht, danach zu leben, sondern seinen Mönchen immer wieder darüber predigen muss, wie er davon geprägt ist. Und wie sie hier dann in der Predigt eingetragen wird, aber wie ein solches Bild, wir können durchaus sagen, kreativ mit der Vorlage des Bernhard umgeht. Dritter Schritt. Diese Passionsminne, ein Bild aus dem 13. Jahrhundert und wir heute.